So, willkommen zurück zu League of Legends. Heute stelle ich euch wieder einen weiteren Skin vor, und zwar heute Ghost Bright Morgana. Soweit ich weiß, ist das ein neuer Legendary Skin, der jetzt bald erscheinen soll. Ist für Morgana, sieht richtig fett aus, gefällt mir richtig gut. Und die Spells haben sich auch ganz schön gut geändert. Ich zeige einmal hier den Q, den zeige ich am besten mal auf Max Range, damit man den ein bisschen fliegen sieht. Kommt so eine Art hellblauer Feuerball angeflogen. Sieht sehr geil aus. Jetzt zeige ich einmal die Fläche, die wir auf den Boden setzen können, den W-Spell. Sieht auch richtig gut gemacht aus. Ist auf jeden Fall eine drastische Änderung zu den Standard-Skins oder zu den anderen Skins von Morgana. Ah, jetzt latscht gerade die Tristana hier runter. Wollte ich die noch gerade ultien. Gut, dann zeige ich euch nochmal eben das Schild ist immer noch dasselbe. Wir machen immer noch so ein blaues Schild aus kleinen Vierecken oder kleinen Sechsecken, eher gesagt, um uns rum. Aber ich denke mal, da braucht man auch nicht wirklich viel ändern dran. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die Tristana jetzt vielleicht mal hier noch in eine Ulti reinkriegen. Zack. Zack, nochmal festgehalten, sehr schön. So. Das war's eigentlich auch schon wieder für die Spells. Eine kleine Sache gibt's noch, und zwar, wenn Minions kommen, wenn wir die Auto-attacken, dann kommt so eine kleine Explosion an den Minions. Das finde ich auch sehr geil gemacht. Sieht das hier so eine kleine rote Explosion. Sieht sehr cool aus. Haben sie auf jeden Fall sich mal wieder was Neues ausgedacht und nicht einfach nur eine ganz normale Standard-Attack-Animation gemacht. Sieht richtig geil aus. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch mal eben die Emotes. Währenddessen bin ich still und ihr könnt euch die Emotes angucken. So, das waren auch erstmal die Emotes. Ich zeige euch jetzt nochmal eben den Recall. Ja, auch der Recall hat sich geändert. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr von dem Skin haltet. Ich finde ihn mega geil. Und ob ihr euch den kaufen würdet oder ob ihr ihn total daneben findet. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge League of Legends wieder oder ihr schaut euch eins der anderen Videos auf unserem Kanal an. Wünsche euch viel Spaß und sage ciao.